Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Wie immer, liebe Grüße, aber wie gesagt, nicht aus Paraguay, ich bin immer noch in Polen und mittlerweile durch halb Polen gereist. Aber im Moment bin ich wieder zurück in Warschau für 2-3 Tage und aus Warschau werde ich ein bisschen berichten, damit ich euch weiterhelfen kann. Okay? Also vielen Dank für eure Fragen, wieder meistens per Telefon, dann per E-Mail und ich bin wirklich dankbar, weil das bedeutet, dass ich erstmal viel Arbeit bekomme und ihr viele beantwortete Fragen. Okay, worum geht es? Also viele von euch fragen natürlich, gut, Pitt, was ist mit Einwanderungshilfe? Also grundsätzlich, das Video, was ich heute drehe, spreche ich über Einwanderungshilfe und werde das in einige Bereiche aufteilen. Okay, also, falls Interesse besteht, bleibt einfach dran. Bis dann. So, also, wenn wir über Einwanderungshilfe sprechen, ist der erste Punkt Einwanderungshelfer. Also, es geht grundsätzlich um Einwanderung. Was soll man tun? Wie viel Geld braucht man? Wer macht das Ganze? Mit welchen Gesellschaften, Nutzgesellschaften, Flieger fliegen wir oder kommen nach Paraguay und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Also wie gesagt, wir sind schon 15, fast 16 Jahre in Paraguay und verlassen uns immer auf ein Einwanderungshelfer, den wir also persönlich empfehlen können. Also grundsätzlich kein Problem. Ich kenne auch viele Einwanderungshelfer. Aber wie gesagt, wenn man Leute schon seit 15, 16 Jahren kennt, da kann man auch die Personen mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Das tun wir auch. Okay, also Einwanderungshilfe, sicherlich kann man es machen. Ich tue es nicht so gerne. Diese Papierkram mag ich nicht so sehr. Aber selbstverständlich arbeiten wir in einem Team zusammen. Okay, der zweite Punkt ist Immobiliengrundstücke. Immer wieder. Warum? Ja klar, logisch. Also zuerst Einwanderung bzw. die richtigen Dokumente, die sehr wichtig sind. Also vergiss es nicht. Einwanderung, Dokumente, Personalausweis. Lasst euch das was kosten und sparen. Nicht am verkehrten Ende. Zuerst die richtigen Dokumente braucht ihr. Zweite Sache. Jetzt Immobilien. Jeder von euch braucht Immobilien, das heißt Grundstücke oder grundsätzlich Immobilien. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, persönlich zwei Projekte. Das heißt, das sind unsere Grundstücke. Ja, wir haben keine Firmen, also haften auch persönlich dafür. Das ist auch wichtig für euch. Und die zweite Sache, Vermittlung, die wir auch gerne tun. Okay, da nehmen wir natürlich dementsprechend die Provision. Für unsere Grundstücke nehmen wir natürlich keine Provision. Wo ihr die Vorteile habt, die liegen ganz auf der Hand. Wir sind 15 Jahre hier in Paraguay und haben dementsprechende Erfahrung. Das heißt, ihr erwerbt die Grundstücke und habt keine Probleme. Das heißt, die Grundstücke gehören euch und nicht irgendeiner GmbH, die heute da ist und morgen vielleicht nicht. Und die Grundstücke haben einen Titel, die nach der Umschreibung beim Notar natürlich euch gehören. Ja, euch. Nicht irgendeiner. Also, Einwanderung, Immobilien, sichere Investitionen und denkt darüber nach, wer soll nicht veräppeln, weil das kommt wirklich, wirklich teuer zustande. Bis dann. So, die dritte Sache sind natürlich sämtliche Unterkünfte, das heißt Hotels, Pensionen und so weiter. Klar, seit 15 Jahren kennen wir viele und können euch gerne nicht nur unsere Pension Gran Rapid Polaco empfehlen, sondern natürlich auch weitere Zimmer bzw. Hotels, die sich sowohl in der Hauptstadt Asunción befinden, als auch in der Umgebung. Wir in Pereboy sind ungefähr 70, 75 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Kleinen Tipp, also falls ihr die Dokumente beantragen möchtet, würde ich euch lieber empfehlen, 2, 3 bzw. 4 Tage oder eine Woche, je nachdem,
einfach in Asunción zu bleiben, kann man euch auch mit ruhigem Gewissen empfehlen. Habe ich schon früher Videos darüber gemacht. Da könnt ihr gerne in dem Hotel bleiben und direkt praktisch vor Ort das nutzen, um die Dokumente bzw. die Einwanderungsdokumente inklusive Personalausweis zu erledigen. Okay, also das von mir. Die vierte Sache, da fragt ihr auch immer wieder, gut, okay, Einwanderung, Immobilien, Hotel und ja, man braucht ein Auto. Ist auch teilweise heikle Sache. Es gibt, sage ich mal, zumindest auf Paris Galopes in Asunción, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Händler. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da haben wir auch unsere Händler, wo wir persönlich schon gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, also da könnt euch 100% drauf verlassen. Und das ist das A und O. Also, Lehrgeldel zahlt man immer. Bis heute zahlen wir. Aber man sollte nicht zu viel bezahlen. Und deshalb, warum solltet euch einfach nicht auf uns verlassen? Auf unsere Erfahrung. Wir haben, glaube ich, schon genug Gelder bezahlt. Für uns persönlich und für euch sicherlich auch schon zum Teil. Also, einfach in einem Team zusammenarbeiten, es bringt wirklich mehr. Das eine hilft dem anderen. Natürlich kann man nicht alles umsonst tun. Viele denken, na, Pete, kannst du mir helfen? Klar kann ich ja helfen. Tue ich auch gerne. Aber irgendwie, alle müssen wir unser Geld verdienen. Aber glaubt mir, es lohnt sich auf jeden Fall, gut das Geld zu investieren, damit ihr in Paraguay den ersten Schritt in die richtige Richtung macht. Und nicht direkt Probleme habt, weil ihr unter gewissen Umständen vielleicht 300, 100, 500.000 Euro am verkehrten Ende gespart habt. Also Augen aufmachen, immer aufpassen und sich auf die richtigen Leute verlassen. Okay? Also ich hoffe, ich konnte mit diesen Antworten einigen von euch helfen, da uns immer wieder neue Fragen erreichen. Deshalb einfach immer wieder nutzt bitte die Kommentare, müsst ihr nicht den Namen nennen, beziehungsweise den Nachnamen, einfach unter Peter, Hans und wie auch immer. Es geht um die Tatsache, dass immer mehr Menschen, immer mehr Einwanderer, potenzielle Einwanderer, einfach die Fragen beantwortet haben wollen. Und glaubt mir, ich bin absolut nicht in der Lage, jedem von euch es persönlich zu erklären. Deshalb tue ich auch diese Videos ganz gerne, okay? Also, falls euch gefallen hat, einfach die Likes nach oben, Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt, getan habt, um nichts zu verpassen. Und wie gesagt, heute aus dem schönen Paraguay. Nein. Diesmal aus Warschau. Aber das Wetter heute ist wirklich nicht so schlecht. Okay, also in diesem Sinne, mach's gut und bitte die Frage nicht vergessen. Bis dann. Ciao, ciao.